Ach, da bin ich. Ja, willkommen zu Cyberpunk 2077. So. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen geguckt, hier ein paar Klamotten abgecheckt. Ach, hier ist ein Arbeiter. Okay. Na, Opa, schaffen wir's? Ja, jetzt will ich hier so ein Rennen fahren. Das ist natürlich alles andere als. Ja, das ist das Rennen in Badlands und ich habe hier die Karre mitgenommen. Ob das jetzt wirklich die gute. Ruf Claire an, um mit dem Rennen zu beginnen. Ah ja, okay. Ich muss das jedes Mal, muss ich den Monitor um 5000 Kilometer drehen. Ach komm, leck mich am Arsch. Ja. Wen? Jetzt muss ich die Uschi anrufen. Claire. Hallo Frau Grube, ist Claire da? Hey, welche Claire? Na, Hey Claire Claire, Grube. ist das Rennen? Start klar? Das wird hart. Offroad und viel Bleihagel. Wir nehmen die Bestie. Will sie mal draußen ausprobieren? Nova, ich bin übrigens schon da. Perfekt. Ich auch gleich. Yay! Okay, wir sehen uns. Okay, damit fällt die Wahl der Karre flach. Da fahren wir halt mit dem Ding. Kann ich nicht auch mal ballern? Beim letzten Mal. Was? Ich höre dich schlecht. Ach so, der Typ. Keine Ahnung. Arbeitet vielleicht solo. Klar, versuch's ruhig. Ja, ich glaube, ich wäre mit meinem Fahrzeug hier komplett aufgeschmissen gewesen, wenn das hier in die Badlands geht, ne? Das Hey. sind ja alles geländegängige Fahrzeuge, ne? Das finde ich ein bisschen blöd, dass man die Karre nicht irgendwie Ja. umrüsten kann oder sowas, aber okay. Du hast ja eigentlich genug Möglichkeiten, dir Fahrzeuge für jede erdenkliche Situation zu beschaffen. Man könnte auch mit Onkels Eiswagen hier rumfahren, ne? So, na gut, dann wollen wir mal, ne? Ah, ich glaube, mit Wenn der ich dir Kiste helfen fahren wir. kann, im Kofferraum ist Klebeband. Kleiner Tipp. Ich hab es nicht. Woher soll ich denn wissen, wer sich das Teil ausgeliehen Oh! hat? Egal, probier mich Cool! mal. Ob der mir die Karre schenkt? Gott, ich hasse solche Handyfreaks. Hey, wie? Schön, dich zu sehen. Haben ein Rennen vor uns, Nummer 2 von 4, ja. Bereit für die Piste? Ich schaff das. Okay, in der Sonne schmelz ich. Ich warte in der Karre. Sicher. Genau. Von der heißen Wüste, weil es so heiß ist, setzen wir uns in diese schwarze Karre, weil es da viel kühler drin ist. Obwohl, vielleicht ist ja Klimaanlage drin. Na, schaffst du es mit deinem dicken Arsch? Ich will Judy. Steig in Claires Auto. Steig mal in dein. Oh, warte, ich brauche die Außenansicht. Das wird sonst nicht. Geht nicht. 30 Sekunden, Countdown! 30? Hey, ihr! Ignoriert ihn. Luigi bequatscht die Leute gern. Was ist denn? Wollt euch nur viel Glück wünschen! Danke! Oh, wie die sich bewegen hier, ne? Ich finde das geil. Kamera wechseln, ja. Weg, Narren! Da hinter dir, du blöde Kuh. Wo müssen wir denn überhaupt lang? Wo zum Teufel willst du hin? Ja, da. Hä? Ja, woher soll ich denn wissen, wo es lang geht? Muss ich da hinter dem anderen bleiben oder was? Ach, da. Scheißdreck. Ich gucke auf die Karte, ich trottel, jetzt bin ich der Letzte oder was? Was, wer hat was gesoffen? Was? Wo willst du denn hin? Wenn ich das wüsste. Golfland, du unverstoße Golfen. Wo schießt denn du hin? Ich würde gerne mal nach hinten gucken. Geht das hier? Nee. Das ist lieber nicht, hä? Boah. Hui! Oh, die tonnenschwere Karre, Alter. Das ist. Ah, in der Stadt das rennt, das habe ich erst mal richtig schön verkackt.
Aber hier, das ist irgendwas. Das haben die ja. Irgendwas ist, das ist zu leicht. Ja, von welchen? Boah, ich habe die Karre kaum unter Kontrolle hier, hä? Ja, das war klar. Ich wusste, irgendwas ist ja. Shit. Oh. Scheiße, war klar. Wenn du hängen bleibst, dann immer so direkt an der Seite hier, ne? Du sollst nach vorne schießen. Die hinter dir könnte vollkommen Pup sein. Danke. Oh, da waren Minen, Alter. Hast du es gesehen? Straßen. Wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen. Ich würde mal gerne eine Sekunde nach hinten gucken, aber hier ändert sich die Richtung ja in der Sekunde. Oh, Moment, wo mich noch lang gerade halt. Ja, da ist wieder irgendwelche Scheiße. Nee, das dachte ich mir. Wir sind nicht bei GTA, mein Freund. Weil jeder Kreuzung seine düssliche Karre im Weg rumsteht. Wenn der Auto, wenn du so Rennfahren lernen willst, dann musst du dir immer bloß die ersten Minuten von irgendeinem James Bond Film angucken. Die sind fantasielos, das ist ja immer dasselbe. Da lernst du erstmal richtig schön, um die Ecke zu grinden. Oder so. Ach, nachgeladen wird auch mal. Ja, die Karre geht eigentlich, ha? Ich glaube, mit meinem babyblauen Auto wäre ich da nicht so weit gekommen. Wo ist er denn lang? Beende das Rennen. Wir müssen noch eine Schnute hier durch. Bleib. Ja. Unsere heutigen Sieger. Juhu. Und Claire. Gruber. Wir haben gewonnen. Leucht. Na los, fahren zur Ziellinie. Sind wir schon durch. Dein Gehirn ist wohl noch hier auf dem Asphalt. Ja, das ging leichter als ich dachte. Gut, der Anfang war ein bisschen komisch, ne? Weil ich dachte, ich muss auf der Map gucken. Handbremse? Ne, wer braucht die schon? Die sind doch eh alle unter Drogen, das merkt die gar nicht. Ja. Kommst du mit zur Werkstatt? Ja, klar. Fahren wir. Ja, die Karre macht doch Spaß im Gelände. Ach, jetzt fährt die. Mal gucken, ob sie in den Kurven auch so komisch fährt, hä, und auf gar Geraden zu langsam ist. Die Mucke hätte ich beim Rennen hören können. Du bist auf den Geraden zu langsam. Guck dir das an, hä? Aber bei mir meckern. Guck dir das an, wie sie da rumschleicht auf der Geraden. Unter 100 km/h, da fängt bei mir der Tacho gar nicht an.
1933. Da lässt sie mich ja mitten im Nirschen so raus, ja, statt dass sie mich nach Hause fährt. Ja. Da lade ich sie noch auf einen Schluck Schnaps ein. Ein Kaffee heißt ja dann Sex, ne? Aber Schnaps, da säuft man sich besinnungslos und dann rollt man sich irgendwie auf die Inge drauf und weiß dann frühs nicht mehr. Kaffee ist dann keine gute Idee. So, jetzt guck ich mal, ob es hier in der Nähe noch irgendwie was gibt. Ich muss mich mal, was haben wir denn hier? Mal hier Subran für 16.000. Nenn mir alle Waldfeen, die du kennst. Holla. So, jetzt. Ach, wir nehmen jetzt die Apollo. Die kommt immer von der verkehrten Seite. Dann macht sie einen Schlenker. So will ich das. So läuft das. So. Halt. Ja, das macht in der Eco mehr Spaß hier. So schlimm sind die Rennen eigentlich gar nicht. Ich bin da eigentlich sonst kein Fan davon. Das ist auch bei Space Games so, hä? Immer muss irgendein düssliches Rennen drin sein. Hier ist das auch nicht anders. Hier, wie er sich in der Seite reinlegt, ja, da muss ich gleich mitschlenkern. Oh, ich schlenkere ja gleich mal mit dem Kopf gegen die Mauer. Mal gucken, was wir sabotieren dürfen. Wo denn? Halt! Ah, die Steuerung, ey. Komm, Hubert! Okay, halten wir mal hier an. Sieht aus, ob wir irisch werden. Hey, wie? Es gibt eine Hetzseite im Netz gegen Walton Holt, den Bürgermeister. Mimimi. Naja, vorläufigen Bürgermeister. Oder wie auch immer es ist, der bald war. Oh Mann, Politik. Wie Schlammkätzchen, nur nicht so sexy. Egal. Mein Kunde will, dass diese Seite für immer im Cyberspace verschwindet. Im Anhang sind noch mehr Infos. Sixth Street in richtig geil auf Jefferson Perales. Deswegen haben sie Server, die Anti-Hold-Propaganda raushauen. Naive Vollpfosten. Ja, ich hab's ja nur mit Vollpfosten zu tun. So. Jetzt brauchen wir mal etwas Ruhigeres, ne? Ja, dann nehmen wir mal die Mumpel. Für Notfall. Und da sehe ich doch schon Kameras. So, betritt die Garage. Ah, guck, da ist schon wieder so Otto. Was holen wir um hier? Guck da mich an. Wo rennt da jetzt hin? Raus! Nee, komm, ja, den schnappen wir uns. Ah, hat Mami dir so eine schöne Pistole gekauft, ja? Und dann kriegst du von Wanz, du Vögel. Rein jetzt hier. Ja, jetzt kannst du ein bisschen Harry Potter spielen. Ich wohne im Schrank. Ich identifiziere mich dann auch mit den Charakteren in meinen Spielen, ne? Also bin ich jetzt auch ein bisschen rotzig. Überwachungssystem ausschalten. Stromausfall. Suche Garage 66. Ach, Kamera habe ich ausgemacht, ne? Gilt manchmal nicht für alle. Ah, da sind zwei, drei sogar. Oh ja, die gewöhnlichen Item-Dinger sind seltener als man denkt. Da wieder welche. Scharfschütze. Nicht gut. Kriegst du den mit der Pistole runter?
zeig dir, wie das geht. Oh. Shit. Der Tag ist einfach nur scheiße. Ja. Alter. Scheiße. Halt! Hier noch Granaten mit? Da wird mir ein bisschen zu fresh hier, da kommt ein bisschen zu schnell. Oh, ja, einer von der schnellen Sorte hier, ne? Sehe gar nicht. Das Gute ist, wenn der an der Ecke steht, geht der automatisch in Deckung und schießt auch aus der Deckung. Das ist ein geiles System. Ach komm, spring hoch hier. Du Otto. Wieso springt er nicht hoch? Wieso hält er es da nicht fest? Da? Was für eine Scheiße hier. Na jetzt. Okay. Smart Gun. Lösch es! Mit meinem Goose-Stock. Warte mal, kann man hier nicht auf die drauf hüpfen? Nee, hä? Wir sind ja genau unter mir. Eine Hypo bringt's nicht! Ach, da ist so schnell. Na gut, da ist er. Das funktioniert gar nicht. Shit. Wir haben Verwundete. Ja, ich bin der Verwundete. Ja, eigentlich dachte ich, der kann sich runterschmeißen lassen und den von oben killen. Aber irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Hä? Das ist natürlich kacke. Jetzt brauchen wir mal ein bisschen... Warte mal, die dicke Bämme raus. So, warte mal, was war denn das jetzt? Was wollte ich jetzt noch? Gucken, wo seid ihr? Selbstmord. Ich bin irgendwo da oben. Ja, das hält er aus, der Gute. Deine Zeit ist down! Was ist das für eine Anzeige? Ammunition leer oder was? Das ist eins von den neuen Scopes. Das sind doch Typen. Oh, die halten ganz schön was aus. Oder so ist Speeder hier, hä? Ach, das ist jetzt, weiß ich wieder, was ich wollte. Das bepisste Gas hier. Gas! Die Waffe der Schwächlinge! Ah, jetzt hab ich was Besseres hier, pass auf. Die Granate schwebt erst eine Weile in der Luft. Es fetzt. Die streut da irgendwas rum, keine Ahnung. Umpolen. Es gibt den Geschützturm. Uiuiuiui. Der andere da ist gar nicht vor. Hey, ich bin hier nicht böse. Komm schon, die andere.
Ah, das Ding ballert schon. Kann ich die Alte jetzt von der anderen Seite holen, hä? Ja, siehst du mich schon? Ne, du wirst mich nicht mehr sehen. Oh oh, oder doch? Da latscht die ganz bequem dort rum. Oh gut. Oh, das kann ich öffnen. Da wird immer noch geballert, hä? Das war's immer noch nicht. Noch so Trenchcoat. Oh nee, das wollte ich trinken. Alter, was ballern die immer noch rum? Potten. Geld. War ja damit. Melde. Ja gut, das ist. Ich hätte es jetzt auch mit dem Schleichmodus machen können, aber das macht ja nicht so viel Spaß. Der nagelt einen Arschloch an die Wand und schon ist ein neues da. Politik ist doch immer dasselbe. Sorry, Johnny. Ich habe jetzt echt keine Zeit für deine kleine Anarcho-Revolution. Oh, hier komme ich nicht raus. Doch. Super V. Hab gehört, dass unser Virus in den Servern eingeschlagen ist wie ein verdammter Asteroid. Danke dir und Auftrag erledigt. Na, sowas macht Spaß, hä? Ich finde das geil. Das eher nicht, dieser Stacheldraht, hä? Ist ja zum Brechen. Ei, ich hab hier nichts gemacht. So, los geht's. Also gut, warte auf mein Zeichen. Warte nicht aufgehoben. Meine arme Katze ist allein zu Hause, ich muss warten. Die arme Mietz. Ey, cool. Das hab ich gar nicht gewusst, dass das hä? Oh, draußen rumpelt. Also entweder ist gerade Dine Wittler umgefallen oder es kommt die Gewitter. Moment, ich muss mal gucken. Bin bereit. Jo. Dine Wittler ist umgefallen und es kommt ein Gewitter. Das eine lässt sich richten, das andere nicht. So, neutralisiere die Scharfschützen. Erreiche den ersten Scharfschützen. Dazu nehme ich... Halt die Fresse, Telefon. So. Aus dem Weg, Narren! Ganz schön glitzerig. Hey, die hat dieselben Klamotten wie ich, die Bitch. Ich hasse Quallen. Guck, guck. Tschüss. Die sieht ja auch immer. Guck, wie das so geil. Aber wenn ich ein... Da quatsch mich doch nicht zu. Der wird gar nichts mehr. Irgendwelche Schwächen? Scheiße, sieht man wieder nicht hier, hä? Das Arasaka. Die Lutscher. Ich habe den Näheren erledigt. Da hast du gleich runtergeklatscht. Das wird unter.
Am Ende des Raums gibt es nur eine Tür zu einer Treppe. Bist du im Raum? Sie ist der kürzeste Route zum nächsten Schützen. Er ist weit oben. Ich gebe Bescheid. Treppe. Wie? Oder sprich wieder. Hör zu. Mitteilen, dass die öffentliche Sicherheit gefährdet ist. Sie muss hier raus. Sofort. Was ist richtig? Oder redet mit mir? Ich verlinke dich, wo wir dir weiter zuhören können. Ja, halt einfach den Rand. Die Obersau kenne ich. Adam Hackfresse-Smasher. Moin. Der Typ, der dich gekillt hat? Typ, der Wichser ist kaum noch Mensch. Aber weißt du was? Gut, dass er hier ist. Warum gut? Ich bin schon in der Welt ohne Saburo aufgewacht. Muss ich halt mit Smasher Vorlieb nehmen. Vorlieb nehmen? Du hast doch nichts zu verlieren. Okay, okay. Dann eben wir. Dein Finger am Abzug, schon klar. Versuch den Wartungsbereich zu erreichen. Von dort kannst du hochklettern. Ich mach den Scheiß nicht zum ersten Mal. Also das hier, ich weiß ja nicht, wo ich lang muss, aber das ist ja nicht meine erste Infiltration, so meine ich das. Oh. Smart-Pistole. Die Anzahl der Kugeln pro Schuss ist auf 4 erhöht. Erhöhte Magazingröße, Projektilgeschwindigkeit, kann bis zu 6 Ziele gleichzeitig erfassen. Oh, ein Vogel. Das habe ich noch nie gesehen. Wie süß. Kann ich den scannen? Ne. Wo muss ich jetzt hin? Wenn du das schon so sagst. Fuck, ich wäre fast gestürzt. Hui. Sei vorsichtig, du darfst nicht darauf fallen. Ist schon zu spät für die Warnung, hä? Hab ich doch gesagt. Etwas leiseres vielleicht? Ne, nicht den Viehstab. Das Tier, das hat einen Schalldämpfer. Irgendwie musst du runterkommen. Sei vorsichtig. Das machst du gut. Vorsichtig. Ich brauch dich lebend. Vergiss das nicht. Oh, Scheiße, eine Drohne. Noch eine. Ah, Ablenkung hier, ne? Muss ich denn nur hin? Warum sollte man das lösen? Also bloß auf die scheiß Drohne aufpassen, ne? Da ist er oben. Fuck. Arasakas Netrada. Sie hat die Kontrolle über alle Netzwerke. Du musst sie erledigen. Sonst können wir den Wagen nicht übernehmen. Sie versteckt sich in einem unfertigen Wohnhaus hinter jedes zweiten Scharfschützen. Okay, ich bin unterwegs. Ah, hält ein bisschen was aus hier, ja. Mach doch mal eine Granate an.
Granate, Alter. Jetzt muss ich wieder zurück. Wie? Ja, ich sehe nur Wachen, ja, hier muss ich aufpassen. Oh. Eine Mine. Nicht gut. Kameras. Ah, ich würde die Wachen rumkrähen. Dass einer reinkommt. Nur Spam-Scheiße drinne. Geile Sicherheitscomputer. Ach, den hab ich gerade erschossen vorhin, ne? Ein Tech-Scharfschützengewehr. Kann ich doch eigentlich auch gleich verstecken hier, ne? Oder? Nee. Tja. Okay, weiter, weiter, weiter. Müssen wir wieder aufpassen. Drohnenalarm. Was zum Henker? Da ist auch einer, ja. Landgranate und Schrott. Deine Leiche den Ratten zum Fraß vor, du Hurensohn. Ich geh schon. Hallo, wo bist du? In deiner Mutti? Darf man das sagen? Warum kommst du nicht mal dahin, wo ich dich sehen kann? Ja, fällt offenbar nicht drauf rein, ne? Ne, fällt auch nicht drauf rein. Hallo, wo bist du? Selbstmord. Wir schmeißen deine Leiche den Ratten zum Fraß vor, du Hurensohn! Das war wohl zu viel für ihn. Dieser Stress. Zugangschip. Essen, trinken. Zugriff. Gewehr. Wenn ihr Gesundheitsbooster sind, muss man sich schon wieder Gedanken machen, ja. Dann geht's gleich ziemlich hart zur Sache.
ist der Kack-Netrunner hin? Nee, nicht die Knarre, aber Baum. Ruhe! Foyer? Takemura sagt oh, gar nicht, der erst quatscht da hinzu und jetzt? Ich glaube, der ruppelt sich an sich rum hier. Da geht ihm einer ab hier. Leute, gemetzelt werden. Oh, da ist noch einer. Oh, Alter! Ja, geiles Timing. Das ist nicht gut. Warte mal, wenn das Netrunner ist, ist es vielleicht besser, wenn ich ein paar EMP-Uschis dabei habe. Ich bin schon zu lange online. Zeit für eine Pause. Fuck! Oder? Natürlich bist du hier. Shit. Ich kann den... Ich hab dich gefragt. Die Maske ist Palzinen. Du musst es anders versuchen. Was? Macht er auf die Entfernung. Halt sie von der Klinge fern. Sonst macht er es Alchemius. Oh, ins Hart auf Hart kommt, hä? Munition alle. Ja, kennt sich. Das Arschloch tarnt sich. Was sind das für Idioten? Ist dasselbe. Ja, ähnlich. Simon! Oh, so ein Tarn gedöhnt. Die Smart-Waffe nützt überhaupt nicht bei dem. Ja, muss ich umdisponieren. Ich habe ohne Klinge. Oh, warte mal. Erhöht den Schaden um 6%. Und erhöht den kritischen Schaden um 10%. Ja, fertig gebastelt. Das ist schlecht. Achtung, er will die Tarnung aktivieren. Achte auf Lichtstörungen. Gut. Wieso hängt das jetzt? So was gedrückt? Also mich hat. Fuck! Jetzt hat's komplett. Ich konnte jetzt. Natürlich bist du hier. Nichts mehr machen. Das. Ich konnte nicht mehr raus aus dem Spiel. Strang Alt N von der ganzen Bums hat alles nicht funktioniert. Jetzt weiß ich nicht, welche Knarre hatte ich denn hier gehabt zuletzt. Ja, hoffentlich. Okay, das ist nicht so gut. Achtung, er will die Tarnung aktivieren.
Ja. So, Hitzen hat gar nicht mal so schlecht funktioniert. Ah. Wo ist er? Ich twerke dich zu Tode! Verseuchung? Halt die Fresse, Telefon! Boah! Treppenklei. Gut. Smartkugel-Scheiße! Ich habe nicht vor, den zu töten. Ja, keine Wahl. Jeder hat eine Wahl. Was gibt's mit dem Stock? Statusbericht. Ich konnte ihn. Oder ist er tot? Er atmet. Noch. Bitte wie? Lass Gnade walten. Jetzt sollte uns nichts mehr im Weg stehen. Na los, weiter! Du und dein scheißkrankes Ehrgefühl. Ja, es geht! Heute ist ein Glückstag. Danke deinem alten Kumpel Goro. Es ist an mir, dir zu danken, B. Ach, und wir sind alle so dankbar. Der hier ist tot, hä? Oder die? Die bewegt sich ja gar nicht. So, jetzt kleben wir da mal rein mit meinem Stöpsel. Okay, sehr gut. Online und im System. Hanako ist drin. Was macht sie? Glaub, sie ruft irgendwen an. Versucht zuzuhören. Denk dran, den Alarm auszuschalten. Sonst komme ich nicht rein. Oh. Was ist... Also deine habe ich verstanden. Aber diese ganzen Schönheitsflecken, die sie da hat, ne? Ich finde das richtig gut gemacht. Auch die Augenbewegung, ne? Die Pupillen und alles. Nicht so starr und steif, wie sie so puppenmäßig, ne? Goro, alle Systeme down. Jetzt oder nie. Ich finde das richtig gut gemacht. Immer dieses Drama bei den Japanern, ne? Was immer passiert ist, wir sind gefickt. Ich wusste, der verrät uns. Wie war das noch mit der kurzen Leine? Wir müssen hier abhauen und zwar sofort. Aber erstmal muss ich in aller Ruhe hören, was du zu sagen hast. Scheiße. Ich glaube, das reicht nicht bei dem dicken Dude. Ich glaube, es ist Zeit für die etwas härteren Geschütze. Wo ist jetzt meine dicke Waffe? Flieht, ihr Narren! Nein! Entkomme! Schließe!
Das war's? Wie? Bist du in Sicherheit? Ja. Ich bin im Fahrstuhl. Hast du den Verstand verloren? Keine Zeit für Erklärungen. Wir müssen uns treffen. Wo bist du? In einem verlassenen Wohnblock. In der Vine Street. Zweiter Stock. Apartment 303. Klopfe viermal. Viermal klopfen? Sieht aus wie ein Mathematikprofessor. Die Japaner denken mal, ist genauso gut in Mathe wie die. Wir gehen gleich live. Viermal klopfen. Pass auf, dass dir niemand folgt. Viermal! Ich bestätige mir, dass du das verstanden hast. Viermal verstanden, Alter. Ich bin doch nicht Gehirn amputiert. Hirn amputiert. Hervorragend. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Denk dir dann, viermal. Wie jetzt? Neunmal? Zweimal? Wir werden es nie erfahren. Hi, Mom! Ah. Ja, du hast doch schon ein bisschen zu viel geraucht, ja? Okay, da gehe ich. Das machen wir nochmal. Ja, siehst du, ich war bei dir, ich war im Bild gewesen. Drei, das machen zwei, wir nochmal. Eins. Hi, Mom! Laufen. Nicht durchs Bild laufen, geil, die kriegen das mit, dass man durchs Bild läuft. Ist das geil. Das ist richtig geil. Siehst du? Jetzt dachte ich, der Supersprung funktioniert. Jetzt geht er nicht. Hä? Ach, jetzt geht er. Jetzt habe ich Spaß. Hier, komm, nimm mich mal. Nein, jetzt macht er den Sprung down. Ja, jetzt kannst du fahren. Nimm mich mit. So cool. Halt an. Auf zum Versteck. Auf zur Batcave. God save the Queen, ihr Motherfucker! Das ist jedes Mal, wenn ich um die Ecke fahre, steht da einer. Jedes fucking Mal. Ich glaube, ich bin auf einem Kothaufen ausgerutscht. Mr. Hanky, der Night City Code. Klopfe. Wie oft? Sechsmal? Also, du kannst ja die fettesten Waffen haben, was du hier nie hast. Oh, guck mal hier rein. Ist eine Taschenlampe. Geld. Losen. Ah, hier war ich schon mal drinne. Da hatte ich aber überhaupt keine Aufträge gehabt und habe mich dann hier irgendwie. Hier bin ich durchgesprungen. Und dann war ich festgepackt. Da kam ich nicht mehr raus. Scheiße. Einmal klopfen. Dreimal. Viermal. Ich klopfe mal dreimal. Deswegen viermal. Ah, das Spiel fetzt, oder? Oh, da geht mir so der Rumpel. Das könnte auch Gotham City sein, ne? Das ist irgendwie viermal, ne? Ja, also das ist nicht nur dummes Gequatsche hier, was sie ablassen, ne? Also, wenn die sagen viermal, ne? Immer schön drauf hören, ne? Ansonsten ist man so richtig schön in den Po geliebt. Ist er? Schön wieder. Aus dem Weg, dicke Bumsbude. Oh, ich bin in den Code gefahren. Mr. Hanky, der Night City Code. Oh. Los. Ist der Tampon rausgerutscht oder was? Viermal. Es ist unglaublich. Vielleicht sollte ich mir das aufschreiben. Warte mal.
Da wird da Geld drin. Money, money, money. Money. Okay, komm rein. Schnell. Ich dachte, sie hätten dich erwischt. Momentan ist Hanako die berühmteste vermisste Person der Welt. Das weiß ich. Und uns sitzt die gesamte Arasaka-Kavallerie im Nacken. Du hast recht. Verschwenden wir keine Zeit. Genau. Lass uns einen flotten Dreier machen. Warte. Ach, ich muss hier drum rumgehen um das Sofa oder was das sein soll. Bist du verrückt? Darf ich mich jetzt setzen? Ich war dort in der Nacht im Konpeki Plaza. Ich habe Saburo Arasaka sterben sehen. Wir können jedes seiner Worte beweisen, wenn sie bereit wären, ihm mit dem Relic zu helfen. Ich finde Dialekt geil. Hanako-sama. Aber ich finde das auch cool mit den Dialekten, weil sie hier auch wirklich Leute genommen haben. Was weiß ich, bei Japanern haben sie auch echte Japaner genommen, die das halt dann synchronisieren. Und deswegen klingt das nicht so dumm gekünstelt, wie das hier in manchen Filmen der Fall ist, ne? Wenn du zum Beispiel da ja irgendwie einen Synchronsprecher hast, den du schon in 10.000 Rollen gehört hast, wie er ganz normal redet und dann auf einmal spielt er ein Mexikaner oder ein Japaner und dann kommt dieser hochgestochene, total falsche Dialekt. Das ist, als ob irgendeiner, als ob ein Wessi versucht, sächsisch zu reden. Das klingt so scheiße, das klingt so falsch, das ist unglaublich. Ja, mit dem Bayerischen, das geht. Aber die Sächsische, das kriegt ihr nicht auf die Reihe. Oder so ähnlich. Das ist zu doof. Sächsisch ist zu komplex. Geh nachsehen. Ach, jetzt muss ich wieder gucken. Und du bist ja bei der Puppe oder was? Ich habe ein mieses Gefühl dabei. Ja, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Haben uns gefunden, Scheiße! Wollt mich noch Tee trinken? Noch ein Terrorist! Auf dem Boden, Arschloch! Weg von mir! An den ihrer Stelle hätte ich geschossen. Ich kann nur sterben, wenn ich nicht viermal klopfe. Ich kann ihn nicht im Stich lassen. Vergiss den Typen, der ist Geschichte. Und du auch gleich. Reload. Alter. Mensch, mir das looten. Mit deinem feinen Hemdchen. Ich hab nicht so viel Geld da wie du. Ich kann nicht so gemütlich mit der reichen Schlampe was so Tee trinken. Und doch, ich entschuldige mich für ihn. Was haben die hier? Ja, seid ich nie. Keine Ahnung, ja. Ich glaube, da müssen wir etwas Härteres auffahren als Erbsensuppe, mein Freund. Ja. Das Ding ist ein richtiges hartes Vieh, ja. Das ist unsere Chance!
Dein Ernst, von all den Knarren hast du die Krüzer mitgenommen? Pussy. Guck mal, was da liegt. Ach, siehst du gerade nicht, hä? Komm einfach raus! Ha! Nur da drücken! Schieß! Danke für den Tipp! Was umpickelt ihn? Geschnitten, nicht am Stück, wa? Ah, wir haben da noch die Smart Gun. Wo ist denn da jetzt? Nehmt ihn in die Zange! Verstanden! Oh, ins Bein. Das wollte ich gar nicht. Shit, 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 shit. Lade nach! Oh, da schießt doch das Ding durch hier. Funktioniert ein Horrorfilm ja auch immer gut, ne? Das sehe ich nicht. Okay, mein Job wäre erledigt. Zurück in Daddy's Playhouse. Was? So. Wir hatten ein Autorennen. Ein paar schnuffelige Aufträge. Ich bin hier um 30 cm geschrumpft. Jetzt kann ich aufstehen. So, der hat schon wieder Relic-Probleme. Und er geht jetzt mal schnell rauskotzen. Und ich sag mal ciao, danke fürs Zugucken. Für die drei Silben muss noch Zeit sein.